Hallo und willkommen, schon sind wir beim nächsten Video. Hier geht es jetzt darum, die Tabellen für Schüler, Lehrer und Unterricht anzulegen. Dazu gehe ich hier drauf, wähle also für den Schüler aus, der bekommt die Schülernummer. Das ist eine Nummer, also vom Typ ganze Zahl, rechte Maustaste, Primärschlüssel automatisch vergeben. Dann hat der Schüler einen Namen, der ist nicht länger als 100 Zeichen. 50 würden auch schon reichen und ja, der muss eingegeben werden. Der Vorname muss nicht unbedingt eingegeben werden, auch hier reichen 50 Zeichen. Das Geschlecht muss eingegeben werden. Und ja, und ich möchte aber hier beim Geschlecht eigentlich nur männlich oder weiblich angeben. Das heißt, ich brauche also die Möglichkeit, einen möglichst kurzen Text einzugeben, Text fix. Und die Länge ist 1, M oder W, soll hier völlig reichen. Und natürlich jetzt die Zugehörigkeit zur Klasse, das ist die Klassenbezeichnung. War Charakter der Länge 25 und ja, es muss eine Zuordnung des Schülers zur Klasse erfolgen. Es gibt keine Schüler, die nicht zu einer Klasse gehören. Damit bin ich hier mit diesem Feld fertig. Schüler. Okay. Habe ich jetzt die Tabelle Schüler erzeugt. Die nächste Tabelle ist die Tabelle Lehrer. Geändert, speichern, ja. Immer zwischendurch auch mal unsere DB-Schule mitspeichern. Ganz wichtig, damit die Informationen, die ich hier drin habe, nicht verloren gehen. Und schon lege ich also die nächste Tabelle an, die da unsere Lehrertabelle sein soll. Und zwar bekommt der Lehrer eine Nummer. Das Typ ist natürlich wieder, Nummern sind Zahlen. Rechte Maustaste hier links auf das Primärschlüssel auswählen. Primärschlüssel. So, dann hat der Lehrer einen Namen. Text war Charakter. Der Name muss eingegeben werden. Er ist von der Länge 50. Der Lehrer hat einen Vornamen. Auch der ist von der Länge 50. Und auch er muss zur Entscheidung eingegeben werden. Der Lehrer hat ein Geschlecht. Auch hier reicht uns ein Buchstabe, also das Feld Text. Fixe Länge, feste Länge, Charakter und zwar der Länge 1, M oder W. Eingabe erforderlich, ja. Also hier müssen alle Daten eingegeben werden. Hier beim Primärschlüssel sollten wir unbedingt noch den Autowert auf Ja setzen, damit wir uns um die Nummerierung der Lehrer, wenn sie denn eingegeben werden, nicht kümmern müssen. Und dann speichern wir die Lehrertabelle. Schauen, überlegen nochmal, haben wir hier den Primärschlüssel gesetzt, den Autowert auf Ja gesetzt. Ganz wichtig vom Typ Integer. Alles muss ganz genauso umgesetzt sein, sonst funktioniert unsere Datenbank letztendlich nicht, beziehungsweise die Korrektur würde sehr viel Aufwand bedürfen. Erledigt oder geändert, speichern, ja. Jetzt gibt es auch die Lehrertabelle. Jetzt speichern wir die Datenbank. So, als nächstes kommt die letzte Tabelle, nämlich die wichtigste, die Tabelle Unterricht, die uns diese M-zu-N-Beziehung wiedergibt, die hier in zwei N-zu-1-Beziehungen aufgeschlüsselt wurde. Also eine M-zu-N-Beziehung bedarf immer eines eigenen Entities, Objekttyps und wird also immer gleich als eigene Tabelle hier sichtbar. Los geht's. So und so. Jetzt kann ich hier die Tabelle eintragen. Also hier haben wir erstmal einen Primärschlüssel, den ID. Zack, den legen wir vorsichtshalber mit an. Sonst werden wir danach gefragt und es gibt nur einen Haufen
Schwierigkeiten letztendlich im Umgang damit. Eigentlich wäre er genau genommen nicht notwendig, weil hier entscheidend ist einmal die Klassenbezeichnung in der Länge 25 Buchstaben, die eindeutig sein muss. Das hier ist dann der Fremdschlüssel nach links, ausgehend von unserem Entity Relationship Modell. Und Eingabe erforderlich, ja. Und natürlich die Lehrernummer. Hier müssen wir den Typ Integer vergeben. Eingabe erforderlich, ja. Autowert, nein. Halt, Entschuldigung, Eingabe erforderlich, ja. Kein Autowert für die Lehrernummer. Das ist kein Primärschlüssel. Auch das ist nur ein Fremdschlüssel, der jetzt hier die Beziehung zur Lehrertabelle sichert. So, dann können wir weitere Informationen in diese Tabelle unterbringen, also zum Beispiel das Fach. Lassen wir uns hier 50 Zeichen Platz. Der Raum, wobei für den Raum jetzt natürlich es Sinn machen würde, die Zimmernummer hier anzugeben. Also den Typ weiß ich jetzt nicht mehr. Schaue ich hier mal nach. Rechte Maustaste, bearbeiten. Die Zimmernummer war ein Integerwert. Hier könnte man vielleicht noch eine Zimmerbezeichnung im Sinne von H und sowas alles einführen. Soll jetzt erstmal nicht passieren. Also wähle ich die Zimmernummer. Falsche Tabelle, die brauche ich vom Typ Integer. Die muss denselben Typ haben wie der Primärschlüssel im Zimmer. Verweis auf Zimmertabelle. So, was brauchen wir noch? Holen wir uns mal schnell unser RDM wieder her. Dann natürlich der Tag. Der Tag soll also ein nummerierter Tag werden, eine kleine Zahl. Small int reicht völlig aus. Und die Stunde. Auch hier soll praktisch von 1 bis 10, 1. bis 10. Stunde, die Tage 1, Montag, 2, Dienstag und so weiter. Deswegen hier Nummern. Small Integer erledigt. So, dann hätten wir jetzt hier also unsere Tabelle fertig gefüllt. Primärschlüssel ist festgelegt. Autowert ist eingestellt vom Typ Integer. Damit kann der Autowert erzeugt werden. Alles andere sind Fremdschlüssel oder eigene. So, damit sind wir fertig. Diese Tabelle können wir also jetzt speichern. Sie soll den Namen Unterricht bekommen. Und erledigt. So, auf diese Art und Weise haben wir jetzt hier eine Datenbank erzeugt, die aus den 5 durch unser Modell erzeugtes, durch unser Modell entstandenen Tabellen besteht. Klasse, Lehrer, Zimmer. Hier drüben kann man mal die Ansicht ändern auf Dokument. Dann kann man hier unter Umständen sehen, wie die einzelnen Tabellen aufgebaut sind. Leider ist hier ein kleiner Fehler im System. Vielleicht geht es so besser. Jawohl. Immer wenn ich die Größe des Fensters ein bisschen ändere, macht er mir es richtig. Dann sehe ich hier, aha, das ist die Tabelle. Doppelklick und ich könnte jetzt beginnen, die Tabelle zu füllen. Das geht aber natürlich viel besser mit Hilfe von Formularen. Das wäre dann der nächste Schritt. Zunächst mal die Klassenbezeichnung
soll also sein, die 08a Klassenleiter soll sein. Kenne ich jetzt noch nicht. Versuche ich, den Datensatz zu schließen, bekomme ich einen Fehler. Ich muss einen Eintrag beim Klassenleiter vornehmen. Also kann ich hier diese Tabelle noch nicht bearbeiten, nicht speichern. Ihr seht also, dass ich jetzt beim Ausfüllen der Tabelle noch eine bestimmte Reihenfolge wahren muss, entsprechende Einträge hier vornehmen muss, damit ich dann die nächsten Einträge ausführen kann. Das heißt also, im Grunde genommen schauen wir uns nochmal unser Modell an. Es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, zunächst die Lehrer einzugeben. Dann hätte ich also schon mal Lehrernummern. Die Klassen kann ich anschließend eingeben. Dann könnte ich die Klassen mit den entsprechenden Lehrernummern verbinden. Die Schüler könnte ich eingeben, auch zusammen am Anfang mit den Lehrern. Da würden die Schülernummern erzeugt, die ich dann der Klasse zuordne. Problem, warum die Schüler kann ich erst nach den Klassen eingeben, weil erst wenn ich die Klassen habe, kann ich die Klassenbezeichnung beim Schüler zuordnen und die muss ja sein. Das heißt also, sinnvollerweise beginnt man mit dem Lehrer, dann nimmt man die Klasse, dann kann man Zimmer und Schüler und zum Schluss die Unterrichtstabelle erzeugen. So viel jetzt für die Einrichtung der Tabelle. Ich zeige dann noch im nächsten Video, wie wir die Beziehungen zwischen diesen Objekten wiederherstellen und dann wieder zu unserem Entity Relationship Modell kommen. Gut, das soll es bisher erstmal gewesen sein und viel Spaß beim Nacharbeiten.